Wir forschen, wir lehren, wir sorgen für Ihre Gesundheit. Medizinische Universität Innsbruck. So, herzlich willkommen am Institut für Genom- und Kundalgenomik. Mein Name ist Matthias Erlacher und es freut mich, Ihnen meine Arbeit im Zuge der Habilitation kurz vorzustellen. In meiner Habilitation ist die Proteinbiosynthese der Hauptinteressenspunkt im Zusammenhang mit RNA und RNA-Modifikationen. Die Proteinbiosynthese ist ein essentieller Prozess aller lebenden Organismen. Und die Proteinbiosynthese ist dafür zuständig, die genetische Information in Form von mRNA zu übersetzen in eine Aminosäuresequenz. Für RNA-Leute wie mich ist es sehr interessant, da nicht nur diese genetische Information den Ribosomen als RNA zur Verfügung gestellt wird, also die RNA muss quasi übersetzt werden vom Ribosom, sondern es ist auch interessant, deswegen, da das Ribosom zu großen Teilen aus RNA besteht und zum Beispiel auch tRNAs, die die Adaptermoleküle darstellen, um diese Übersetzung vollführen zu können, auch aus RNAs bestehen. Ein wenig detaillierter ist in meiner Arbeit quasi diese RNA in den Fokus gerückt und speziell aufgrund von bestimmten RNA-Modifikationen, die sich sowohl auf mRNAs als auch tRNAs als auch ribosomalen RNAs befinden. Diese Modifikationen haben eben die Möglichkeit, den Prozess der Proteinbiosynthese zu regulieren oder zu modulieren. Und in meiner Arbeit habe ich mich eben speziell darauf fokussiert, wie solche mRNA-Modifikationen die Proteinbiosynthese in ihrer Genauigkeit als auch in ihrer Effizienz modulieren können. Dazu haben wir spezifisch einzelne Modifikationen in eine bestimmte mRNA-Sequenz eingebaut, diese von Ribosomen übersetzen lassen in ein Peptid oder Protein und dieses analysiert auf die Zusammensetzung der Aminosäurekette als auch auf die Menge des Proteins, die aufgrund dieser Modifikation quasi hergestellt wurde. Diese RNA-Modifikationen sind seit kürzerer Zeit immer mehr in den Fokus gerückt, da durch neue Methoden immer mehr dieser Modifikationen speziell auf mRNAs entdeckt wurden und dort sehr viel darüber spekuliert wurde, welche Funktionen solche RNA-Modifikationen übernehmen können oder welche Funktionen diese haben. Und wir haben es uns in dieser Arbeitsgruppe zur Auftrage gemacht, zu analysieren, was konkret biochemisch passiert, wenn diese Modifikationen in mRNAs vorkommen. Was wir gesehen haben, ist, dass diese Modifikationen sehr wohl die Proteinbiosynthese beeinflussen können, sowohl in ihrer Qualität als auch in ihrer Effizienz, aber diese sehr stark davon abhängig sind, welche Modifikationen eingebaut werden, als auch wo diese Modifikationen sich in der mRNA befinden. Wir haben nicht nur natürliche Modifikationen im Zuge dieser Arbeit angeschaut, sondern wir haben auch die Natur quasi als Vorlage genommen, die ja diese Modifikationen verwendet, um die Proteinsynthese zu modulieren und haben auch nicht natürliche Modifikationen in mRNAs eingebaut, um gewisse Teilschritte der Proteinbiosynthese zu analysieren. Durch diesen Einbau von diesen nicht natürlichen Modifikationen haben wir eben verschiedene Teilschritte der Translation genauer angesehen und diese nicht natürlichen Modifikationen erlauben uns es, einzelne Atome oder chemisch funktionelle Gruppen auf der RNA zu verändern. Welche Auswirkungen das Verändern einzelner chemischer Gruppen oder das Weglassen einzelner chemischen Gruppen auf die Proteinbiosynthese haben. Wir haben dann festgestellt, dass es sehr wohl möglich ist, eben die molekulare Zusammensetzung zu verändern, um eben diese Prozesse aufzuklären und wirklich auf atomarer
Ebene festzustellen, welche dieser chemischen Gruppen und Interaktionen notwendig sind für einzelne Prozesse und welche zwar in unmittelbarer Nähe von gewissen funktionellen Gruppen sind, aber keine funktionelle oder nur wenig funktionelle Bedeutung haben. Des Weiteren wollen wir nun auch sozusagen andere Modifikationen in anderen RNA-Molekülen uns näher anschauen, in näherer Zukunft. Zum Beispiel, welche Modifikationen in tRNAs eine Rolle spielen und wenn ja, welche. Denn die tRNAs sind die am meisten modifizierten Moleküle in unserem Körper. Also von diesen RNA-Modifikationen gibt es ca. 140 Stück, die derzeit beschrieben sind. Und etwa 100 findet man ausschließlich in tRNAs. Und deshalb sind auch natürlich diese Modifikationen für die Proteinbiosynthese sehr interessant in Bezug auf diese tRNAs, diese sogenannten Adaptermoleküle. Da es ein sehr vielschichtiges und sehr komplexes Themengebiet ist, diese Proteinbiosynthese, geht uns in dieser Hinsicht die Arbeit in mittlerer und längerer Zukunft nicht aus. Diese Aufgaben überhaupt bewältigen zu können, bei uns hier in der Grundlagenforschung ist es eben sehr wichtig, dass man sowohl im Team arbeitet, als auch mit anderen Gruppen und Universitäten zusammenarbeitet, um diese Projekte erfolgreich abschließen zu können. In diesem Sinne, vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Forschen, lehren, heilen. Dieser Beitrag wurde Ihnen präsentiert von der Medizinischen Universität Innsbruck.